Ich wusste ehrlich gesagt nicht, was ich nach dem Durchspielen von der Battlefield 1-Kampagne denken sollte. Es wunderte mich ja schon extrem, dass ich nach dem Starten des Spiels direkt ohne ein Hauptmenü in die Intro-Sequenz geworfen wurde. Auf der einen Seite macht es vieles richtig, was Battlefield Singleplayer die letzten Male auf glatter Linie falsch machten. Die Spielstruktur ist nun deutlich mehr so aufgebaut, wie es in einem Battlefield sein sollte und erinnert mehr an ein überinszeniertes Multiplayer-Match als an völlig verkackte Korridor-Shooter wie Battlefield 3. Schlachten wirken deutlich epochaler. Viele Maps sind deutlich breiter und weitläufiger als gewohnt. Man greift auf viele Battlefield-typische Spielelemente zurück. Und es passiert deutlich seltener, dass man durch eine überflüssige Story das Gameplay unterbricht. Man hat also eindeutig aus den Vorgängern gelernt und sich dieses Mal offensichtlich Mühe gegeben, nicht die grausamste Erfahrung deines Lebens zu produzieren. Auf der anderen Seite flacht das Spiel recht schnell ab, was die Inszenierung angeht. Das Spiel bleibt zu großen Teilen weiterhin dieselbe alte, langweilige Schießbude und viele der Herausforderungen kann man selbst auf schwer lösen, indem man einfach nur durchrennt. Einige Features werden entweder kaum benutzt oder sind total unterentwickelt und man merkt, welche Szenen zu Promo-Zwecken benutzt werden sollten und welche nicht. Und dann passiert sowas. Und sowas. Und man kann durch den Boden fallen. Ja. Wie heise.de schon sagte, wenn man nicht nachdenkt, macht Battlefield 1 Spaß. Eine tolle Aussage übrigens. Ignoriere Teile des Produkts, um das Produkt zu mögen. Ignoriere deine Allergie gegen Erdnüsse, um diesen Schokoriegel besser zu genießen. Und trotz allem hatte ich mit Battlefield 1 deutlich erträglichere, spaßigere und interessantere 5 Stunden erlebt, als mit den 3 direkten Vorgängern. Selbst wenn es mittlerweile zur Serie gehört, sich leicht darüber lustig machen zu können. Und schon befinden wir uns mitten auf dem Schlachtfeld. Überall laufen Soldaten rum. Ein paar wenige kollisionslose Kameraden versuchen verletzte Truppen mit undetaillierten Uniformen wegzuschaffen. Ohne Erfolg. Wie der Introtext uns verraten hat, wir befinden uns in einem Frontkampf, welchen wir unmöglich überleben können. Sowohl Teammitglieder als auch Gegner spawnen unendlich nach. Man hat nur sehr begrenzt Munition. Und wenn man lang genug überlebt, ja, dann stirbt man durch einen Death Trigger. So geht es von Soldat zu Soldat immer weiter in verschiedenen aussichtslosen Kämpfen, während uns dabei erzählt wird, wie aus der anfänglichen Euphorie für den Krieg plötzlich Angst wurde. Ein durchaus interessanter und vor allem ungewöhnlicher Anfang für ein Kriegsspiel, bei dem uns mit zufällig zusammengewürfelten Namen von Soldaten gezeigt wird, wie schnell das Leben doch enden kann. Forrest Washington starb durch einen Artillerieschlag, Philip Cole durch eine Explosion, die er selbst verursacht hat, und Jerome Johnson hat sich im Stacheldraht verhakt. Jeder auf seine ganz eigene, tragische Weise. Man sitzt am MG und macht nichts, während die feindlichen Truppen einen nicht treffen können, bis eine Explosion geschieht, welche alle Feinde da unten despawnen lässt. Man sieht, wie der feindliche Flammenwerfer irgendwann einfach keine Waypoints mehr hat und aufhört. Man bangt mit seinen Kumpanen ums Leben. Au, au, au. Oh, Scheiße, Krieg! Man kontrolliert das Geschütz eines Panzers und beobachtet, wie Menschen auf grausame Art und Weise sterben müssen. Und in den Panzer reinrennen. Oder man ignoriert einfach die Befehle von oben, dass man auf etwas schießen soll, erntet aber trotzdem Lob. Guter Schuss.
Das Ganze endet in einer großen, offenen und dreckigen Schlacht mit vielen Verlusten auf beiden Seiten und einer Menge Bombast dabei. Übersicht und Taktik gibt es hier nicht, da jeder nur sein Möglichstes versucht, dabei zu überleben. Das Ganze zeigt uns recht gut, wie aussichtslos eine solche Situation für einen einzelnen Soldaten ist. Und falls man nicht überlebt, dann spawnen in sicherer Entfernung weitere Teamkameraden nach. Flop. Flop. Der Prolog ist eine großartige Idee und wundervoll inszeniert, besonders was die Endschlacht angeht. Selbst wenn man viel von dem, was der Spieler nicht mitkriegen soll, hätte besser verstecken können. Dieser Auftakt ist für dieses Szenario ideal und setzte sicher viele Spieler in die richtige Stimmung für ein Kriegsspiel, welches auch die unbekannten, grausamen und unehrenhaften Seiten der Geschichte zeigen möchte. Allerdings hätte ich die Möglichkeit, das Ganze zu gewinnen, indem man nur rumsteht und nichts tut, rausgenommen, da dadurch doch etwas verloren geht. Nicht durch den Baum! Nein, schau mal, was du angerichtet hast. Und damit entlässt man uns ins Hauptmenü. Battlefield 1 ist in insgesamt 5 kleine, frei wählbare Kampagnen aufgeteilt, in welcher wir jeweils eine andere Person an einer anderen Front, teilweise zu einer anderen Zeit spielen. Die einzelnen Charaktere sind in keiner Weise miteinander verbunden und erzählen alle ihre eigene, kleine Geschichte während des Krieges. In Kampagne 1 spielen wir einen ehemaligen Chauffeur, jetzt Panzerfahrer, welcher schnell Kameraden verliert und am Ende trotz weniger Einsätze gebrandmarkt fürs Leben ist. Kampagne 2 handelt von einem übereuphorischen Piloten namens Blackburn, einem Namen, der aus irgendwelchen Gründen aus den Vorgängern recycelt wurde, welcher noch in weitere Schwierigkeiten mit seinen Vorgesetzten gerät. Die dritte Kampagne erzählt eine Geschichte über die Suche nach seinem Bruder. Also wortwörtlich eine Geschichte, denn man erzählt seiner Tochter vom Krieg. In Kampagne Nummer 4 spielen wir einen erfahrenen Soldaten, welcher für einen viel zu unsicheren Grünschnabel, der zu spät merkte, für was er sich ja eigentlich meldete, eine Vaterfigur ist. Irgendwie finde ich den Typen cool. Ein verdammter Flammenwerfer! Und in der letzten Kampagne spielt man eine Frau in der Wüste. Und angeblich baut diese Kampagne mehr auf Stealth auf, aber im Grunde passiert ja absolut nichts Interessantes. Diese Kampagnenstruktur überraschte mich und erinnert mich persönlich deutlich an Call of Duty 2, was in diesem Fall nichts Schlechtes ist. Jede Kampagne hat ihr eigenes Gimmick und für optische Abwechslung ist gesorgt. Dabei hat nichts davon eine wirklich tiefe Handlung oder groß ausgearbeitete Persönlichkeiten. Doch immerhin weiß ich den Namen, das Alter und den früheren Beruf von einem davon. Das ist deutlich mehr als Battlefield sonst zu bieten hat und völlig ausreichend für diese Art Spiel. Man verzichtete auf alles, was an einer aufdringlichen Story in einem Actionspiel nerven kann und sorgt trotzdem für genügend Kontext. Wer sich dafür nicht interessieren sollte, kann Zwischensequenzen nach einer Ladezeit überspringen. Niemals fühlte ich mich in BF1 genervt von Zwischensequenzen. Sie passen gut zum Spiel und ich habe zumindest die Story 1, 2 und 4 genossen. Auch wenn Zwischensequenzen teilweise wirklich unglaublich plötzlich das Gameplay unterbrechen und aus dem Nichts kommen. Ich finde es nur etwas lächerlich, was mit den Nebencharakteren des Spiels gemacht wird. Denn man macht absolut nichts mit denen. Ein kompletter Squad an Kameraden existiert nur in Zwischensequenzen und bleibt sonst im Panzer hocken. Sobald du mit einem Partner unterwegs sein sollst, entfernt er sich unerlaubt von dir und taucht am Ende zufällig wieder auf. Alles natürlich innerhalb von Zwischensequenzen. Der junge Soldat, den du unbedingt beschützen willst, er ist ausschließlich zwischen den Missionen und nie im Gameplay zu sehen. Bestimmt erinnerte man sich daran, wie peinlich die Kameraden-KI in Hardline war und wollte den Fehler nicht wiederholen. Wir beginnen also die erste Kampagne, kriegen kurz den spielbaren Charakter vorgestellt und werden sogleich unserem Panzer zugeteilt. Darf ich vorstellen, Big Bash, die Frau deiner Träume. Big Bash! Big Bash! Und zack, man befindet sich mitten auf dem Schlachtfeld mit der Aufgabe, die Soldaten dabei zu unterstützen, eine Flagge einzunehmen. Dafür muss man die Anzahl der Feinde dezimieren. Fast so wie in, ihr wisst schon, Battlefield. In einer Battlefield-Kampagne Battlefield-typische Elemente verwenden und keinen möchte gern Modern Warfare draus machen? Wieso kam da vorher keiner drauf? Als ich das gesehen habe, wusste ich nicht, ob ich mich freuen soll.
oder schreien soll, weil das so lange gedauert hat. Fahre als Panzer herum, zerstöre ein paar Geschütze und andere Panzer und helfe deinen Truppen beim Stürmen von Feindstellungen. Funktioniert ganz gut. Ein Detail in dieser Mission, dass man sich im Schlamm deutlich langsamer bewegt, wird später außerdem noch für ein sehr natürlich implementiertes Skript-Event benutzt, was mich persönlich positiv überraschte. Man bleibt im Schlamm stecken, die Deutschen kommen angerannt, übermannen den Panzer und die letzte Chance, eine Brieftaube schicken mit dem Befehl, die Kerle per Artillerie wegzurotzen. Und was ist? Man steuert die Brieftaube selbst. Die Brieftaube je wiedersehen wird. Ich hoffe, sie wurde befördert. Oder kriegt ein DLC. Überall um einen herum kämpfen Soldaten gegeneinander und sterben nach und nach. Ständig kommt Verstärkung von beiden Seiten und man muss richtig mithelfen, um die Feinde zu übertrumpfen. Leute spawnen ständig nach. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Weitere Panzer begleiten uns natürlich durch Stock und Stein und durch den Boden, bis sie am Ende endlich am Schlachtfeld ankommen oder einfach nur immer kleiner und kleiner und kleiner werden, bis sie verschwinden. Dice, wieso passiert sowas? Doch aufgepasst, denn die Deutschen setzen ihre 2D-Sprites ein, um unsere eigenen durch die Luft laufenden 2D-Sprites zu besiegen. 2D steht dabei für 2. Division. Ein Stellungskampf, wie man ihn sonst nur aus Wolfenstein 3D kennt. Ganz klar eine historisch korrekte Darstellung. Die Wahrheit ist, Battlefield 1 schafft es, mit Ausnahme von einigen visuellen Dingen, doch sehr gut eine Schlacht darzustellen. Wenn man nicht allzu sehr darauf achtet, was um einen herum passiert, funktioniert das Ganze nämlich ziemlich gut. Eine Schlacht wirkt so, wie man sich eine Schlacht vorstellt. Leicht unübersichtlich, teilweise dreckig und ohne viele Pausen. Ebenfalls funktionieren die Fahrzeuglevel in diesem Spiel recht gut. Der Kampf übermächtiger Panzer gegen Menschen ist vorhanden, damit man sich an die Steuerung gewöhnt oder so. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Gegen andere Panzer ist der Kampf aber völlig solide, solange man nicht seine übermächtige Fähigkeit einsetzt, auf den Panzer zufahren. Ab einem bestimmten Punkt kann man aus einem Panzer sogar aussteigen und den Rest der Mission komplett im Alleingang lösen, wodurch weniger Gegner spawnen. Man nutzt also die Waffen des Gegners gegen ihn. Sehr langsam gegen ihn. Und wartet ab, bis sie die restliche Artillerie von selbst erledigen, weil sie gerne Granaten werfen, dahin, wo Granaten eigentlich nicht geworfen werden sollten. Und ich würde diese spielerische Freiheit hier in den Himmel loben, wenn ich nicht glauben würde, dass das Ganze nicht gewollt war. Immerhin redet deine Panzercrew immer noch so mit dir, als wenn du genau neben ihnen stehen würdest. Scheißegal, wo du rumstehst. Trotzdem macht es mir Spaß, hier rum zu experimentieren, ob gewollt oder nicht. Ist es nicht seltsam, dass man mit dem MG vom Panzer frei in alle Richtungen schießen kann? Ja, ein wenig seltsam, oder? Liegt vielleicht hier dran. Du schießt durch den Panzer. Die Flugzeugkämpfe sind ebenfalls recht unterhaltsam und es fühlt sich wirklich wie ein richtiges Arcade-Flugspiel an. Die Steuerung ist simpel, aber eingängig. Die Waffen nicht die besten, fühlen sich aber gut an. Mir wär's lieb gewesen, wenn mein Radar mir anzeigen würde, ob ein Feind über oder unter mir ist. Aber ansonsten hatte ich in der Flugzeugkampagne ziemlich viel Spaß und das Ganze endete, bevor es langweilig wurde. Leider bieten die Feinde keine wirklichen Dogfights, was aber verschmerzbar ist. Na toll. Ich steck fest. Dank des Szenarios ist die Anzahl an halbautomatischen Waffen und Einzelschussgewehren relativ hoch und die Munition teilweise recht knapp, was zu für Shooter ungewöhnlichen Momenten führen kann.
Trotzdem gibt es natürlich auch einige vollautomatische Waffen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, von denen gibt es viel zu viele. Und diese sind viel zu effektiv und leicht zu bedienen. Natürlich muss man immer ein wenig am Realismus schrauben, um gameplay-technisch ein gutes Spiel zu erreichen. Doch wenn ich an den Ersten Weltkrieg denke, denke ich nicht unbedingt als erstes an viele vollautomatische Waffen, ohne viel Rückstoß, ohne viel Streuung, die super effektiv aus der Hüfte auf mittlere Distanz sind. Und das ist in meinen Augen einfach nur eine verpatzte Chance, mit dem Setting, dem Gameplay mehr Tiefe zu geben. Dieser heftige Kontrast im Szenario gegenüber den Vorgängern sollte nämlich auch ein deutlicher Gamechanger sein. Zumindest in meinen Augen. Ob ich nun in Battlefield 3, Battlefield 4 oder Battlefield Hardline mit einer MP rumlaufe, oder in Battlefield 1 macht nämlich nur optisch einen großen Unterschied. Vielleicht ist das im Multiplayer ein wenig deutlicher, doch im Singleplayer finde ich halt in jeder zweiten Kiste ein MG ohne Rückstoß. Und das ist schade. Auch wenn man diesmal lobend erwähnen muss, dass DICE sehr tief in die Trickkiste gegriffen hat, um ein ordentlich großes Arsenal anzubieten. Einiges davon ist für Nicht-Waffenexperten dieser Ära tatsächlich etwas Überraschendes. Und dann, ja, dann startet man seinen Killing Spree mit der Villa Perosa. Zwei Läufe direkt vor der Nase. Hast dein Ziel, doch du triffst einfach alle. Die Einläufer sind doch alle Loser. Du gewinnst dank der Villa Perosa. Damals im Krieg, so erzählte dein Opa, trugen Soldaten die Villa Perosa. Saßen auf Pferden und erschossen Bewohner mit den beiden Läufen der Villa Perosa. Was Fahrzeugabschnitte oder riesige Schlachten angeht, so macht Battlefield 1 in der Kampagne also eine durchaus gute Figur. Es sind die etwas ruhigeren Bodenmissionen, die leider enttäuschen. Mehrmals im Spiel hat man die Chance, sich nicht nur durchzuballern, sondern sich auch an Stealth zu probieren. Dabei kommen im Grunde dieselben Mechaniken wie schon in Hardline zu tragen, nur etwas versimpelt. Feinde haben verschiedene Phasen des auf dich aufmerksam werden und reagieren auf Geräusche und Line of Sight. Ob man nun außen rumläuft, jeden Gegner langsam tötet oder irgendwann das Feuer eröffnet, ist einem selbst überlassen. Soweit so gut. Allerdings ist die Reaktion der Gegner so langsam, dass man problemlos auf die meisten zusprinten kann, um sie zu überwältigen. Da ist sie! War wohl doch nichts. Lauf auf sie zu und sie bemerken dich nicht. Lauf an ihnen vorbei und sie bemerken dich nicht. Steh mit dem Panzer wenige Meter vor ihrer Nase oder fahr einfach noch näher ran. Sie bemerken dich nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach zu gut getarnt im Nebel. Sprinte mitten durchs Feld, töte zwei Leute ohne irgendwelche Probleme, klau einen Panzer, fahr mit diesem umher. Sie bemerken dich nicht. Sie bemerken dich zwar fast, aber sie bemerken dich nicht. Die Stealth-Mechaniken verzeihen viel zu viele Fehler, sind aber sowieso niemals notwendig. Selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad sind kleine bis mittelgroße Gruppen an Feinden absolut kein Problem, solange man sich nicht zu doof anstellt. Und ein einzelner Gegner? Ja, einzelne Gegner sind komplett fassungslos, einen Kriegshelden zu treffen und drehen völlig durch. Sie sind absolut überfordert mit dir und das sorgt für einige interessante Bilder. Je realistischer das Schlachtgefühl, je besser die Grafik, je besser das Sounddesign, desto lächerlicher kommen solche Szenen rüber. Das ist immer so ein Problem dabei, möglichst realitätsnah sein zu wollen. Aber es wird umso ulkiger. Besonders wenn einfach jeder völlig überfordert ist. Gegner ignorieren die Schlacht und laufen seltsam gesetzte Waypoints ab, die durch die Brücke führen. Gegner vergessen plötzlich, dass sie mitten im Krieg sind und lassen sich daran auch nicht weiter stören. Mach du nur. Gegner treten Türen seltsam ein, laufen aus Gebäuden raus oder in Gebäude rein. Teammitglieder machen dasselbe. Haha, jetzt kommt Opa! Und manche Leute fühlen sich in ihrer Deckung so wohl, dass sie erst gar nicht mal davon träumen würden, diese zu verlassen. Selbst wenn eine 400 Kilo Kampfmaschine in Form eines PC-Gamers vor ihnen steht. Oder sie rennen ins offene Feuer. Das passiert auch. Und so verkommt ein eigentlich interessanter Lauf durch einen Graben gefüllt mit Gegnern so schnell zu den Abschlachten von einem Feind nach dem anderen mit Nahkampfwaffen und ohne Gegenwehr.
Shotgun-Typi? Er trifft mich auf kürzeste Distanz nicht. Das haben schon frühe Medal of Honor-Teile und das erste Call of Duty interessanter darstellen können. Und einen verwundeten Typen auf seinen Schultern durchs Feindgebiet tragen, das war in Call of Duty von 9 Jahren keine wirklich gute, aber doch schon eine interessante Herausforderung. Hier nicht. Hier sprintest du durch und das war's. So viele Momente, die richtig cool sein könnten, aber man macht einfach nichts draus. Ein offenes, breites Schlachtfeld gegen Ende der ersten Kampagne mit mehreren Wellen an Feinden und anschließend Panzern ist spielerisch das Highlight von Battlefield 1. Überall sind Kisten mit verschiedenen Waffen und Gadgets verteilt, die anders eingesetzt werden müssen. Man kann sich durchballern, durchschleichen oder, wie ich es gemacht habe, durchrennen ohne gesehen zu werden und einen Panzer kapern. Ob das gewollt ist, dass man in den Panzer überhaupt einsteigen kann, weiß ich nicht mal. Immerhin ging sowas ähnliches auch ungewollt in Battlefield 3 und 4. Aber es eröffnete damit einige sehr interessante Möglichkeiten. Zumindest bis die Gegner dann kamen und wieder durch eine unglaublich beschissene KI glänzten. Ja, Panzer. Zeig's der Kante. Ja, anderer Panzer. Fahr zu meinem Panzer, um beschossen zu werden. Es schmerzt mich förmlich, wie viele nette Kampfsituationen dadurch zerstört werden, dass DICE eine ordentliche KI erneut egal war. Dabei ist die Intelligenz oder die Glaubwürdigkeit der Feinde eher zweitrangig. In erster Linie muss es Spaß machen, gegen sie zu kämpfen. Ein Sandbox-Levelaufbau braucht nämlich auch die richtigen Gegner, die darauf angepasst sind. Und keine Pappaufsteller. Ganz wenige Kämpfe machten wirklich Spaß, weil ich dafür sorgte, dass sie Spaß machten. Alle Feinde per Pferd niederringen ohne Gegenwehr ist cool. Wie eine mechanisch leicht bessere Version von Mountain Blade. Mit einem Auto Chicken spielen und gewinnen ist wahrscheinlich nicht gewollt gewesen, aber trotzdem großartig. Der Rest ist aber eher uninteressant, uninspiriert und einfach langweilig. Die meisten der Kampfsituationen kann man aber sowieso komplett ignorieren und einfach dran vorbeilaufen. Am Ende dann noch eine Welle an Feinden besiegen und tada! Gewonnen. Es kommt hoffentlich nicht nur mir so ein wenig spanisch vor, wie heuchlerisch DICE mit diesem Krieg umgeht. Ein Singleplayer, der mit der Tragik eines Krieges beginnt und mit einem Outro endet, in welchem allen Soldaten Respekt gezollt wird. Doch je weiter man spielt, desto mehr schifft das Ganze in eine andere Richtung ab. Später stürzt man auf ein Luftschiff ab und überlebt das natürlich problemlos, um dann weitere Luftschiffe im Alleingang zu zerstören. Man steht auf einem Berg und ballert munter eine Vielzahl an Flugzeugen ab. Diese sprengen dann einen Berg, um dich darunter zu begraben, und ein Flugzeug stürzt genau auf deine Position ab. Und das überlebst natürlich mit ein paar Schramm. Oder du eroberst komplett alleine, ohne Unterstützung, ein schwer bewachtes Fort. Das würde selbst Duke Nukem als unglaubwürdig abstempeln. Damit zerstört man sich die eigens aufgebaute Kriegsstimmung kurzerhand selbst. Und ich frage mich, wieso der ernste Prolog überhaupt existiert, wenn man danach Superman ist. Ich meine, sollen sie sowas doch einbauen? Doch es beißt sich schon ziemlich mit dem Anfang. Hauptsache, man wirbt mit echten Zahlen aus dem Krieg, um sein Spiel cool darzustellen und mit lustig gemeinten Tweets über das Verbrennen von Menschen. An sich wäre mir das Rille, doch wenn das den Menschen, die ihr Leben aufs Spiel setzten, Respekt zollen soll, finde ich das ganz schön respektlos. Und so rennt man als Superheld von Feind zu Feind, um sie immer wieder mit denselben paar Animationen niederzuringen. Ja, das war gerade ein wenig viel Gebitsche. Ein wenig die Battlefield-Fanbase zu provozieren, muss halt leider auch mal sein.
Aber um ehrlich zu sein, ist Battlefield 1 gar nicht mal allzu schlecht in dem, was es erreichen will. Und weitaus besser als die Vorgänger. Ich habe Bad Company 1 und 2 ewig nicht mehr gespielt. Aber wahrscheinlich ist das hier die beste Kampagne, die Battlefield je hatte. Oder die erste, bei der ich nicht erbrechen muss. Eins von beiden. Trotzdem lässt sich das Spiel nach einem sehr gelungenen Anfang einfach sowas von fallen und baut in den letzten drei Kampagnen sowas von ab, dass es einfach nur erschreckend ist. Man sollte sich das Spiel definitiv nicht kaufen, um vorrangig die Kampagne zu spielen. Aber das tut bei Battlefield ja sowieso keiner. Man kann sich aber den Singleplayer als kurzen, aber dadurch auch relativ kurzweiligen Zusatz definitiv mal ansehen, wenn man sich das Spiel kaufen sollte. Ich habe mich zwar extrem darüber lustig gemacht, aber das ist nun mal auch super leicht bei einer Battlefield-Kampagne. Dennoch ist es nicht ansatzweise so verbuggt wie einige der Vorgänger und funktionierte die meiste Spielzeit gut genug. Ich freue mich schon auf all die Kommentare, dass ich mir die Bugs ja offensichtlich nur ausgedacht habe und sie gar nicht vorkommen. Eine langweilige und teilweise schlechte KI macht das Spiel zwar uninteressanter als es sein könnte, aber auch nicht unspielbar. Seine knappen 5 Stunden seichte Unterhaltung ohne jeglichen Tiefgang kann man hier sicher haben und es kommt zu deutlich weniger Unterhaltungsbremsen wie in den meisten aktuellen Shootern. Wieso ich aber wegen einer leicht überdurchschnittlichen Spielerfahrung sehr häufig angeschrieben wurde, dass Battlefield 1 ja voll den guten Singleplayer hat, das ist mir schleierhaft. Können wir ab sofort aufhören, etwas als Meisterwerk anzusehen, nur weil es mal nicht komplett scheiße ist? Die technische Seite von Battlefield 1 ist auf der anderen Hand erstklassig und ich habe lange gewartet, solche alten Kackdörfer in aktueller Grafik zu sehen. Dennoch fällt mir gerade bei einem dichten Wald oder in einer steinigen Wüste eine deutliche Ähnlichkeit zu Battlefront auf. Die Verwendung ähnlicher Menüs und von ähnlichen und vielleicht sogar den gleichen Shadern sorgt natürlich gerne wieder für Reskin-Debatten und das ist wahrscheinlich nicht im Interesse von DICE. Wenn man sich mehr Zeit genommen hätte, um all die vorhandenen Inhalte richtig auszuarbeiten, wäre bestimmt ein richtig guter Singleplayer bei rausgekommen. Alle Bausteine dafür sind da und auch wenn die Kriegsstimmung nach hinten weg aus dem Fenster geworfen wurde, wären einige gute Missionen sicher noch drin gewesen. Jetzt leuchtet man immerhin den Weg in ein recht frisches Szenario und gibt eine Richtung vor, die andere versuchen sollten, besser umzusetzen. Die Verkaufszahlen von Battlefield 1 sagen nämlich, dass so etwas klappen kann. Und auch wenn das eher Namen und Multiplayer zu verdanken ist, so ging der Singleplayer definitiv einen großen Schritt in die richtige Richtung. Es ist zumindest das erste Mal, dass mir jemand bei einer Battlefield-Kampagne sagen kann, er hätte Spaß damit gehabt und ich würde ihn nicht dafür verachten, und als dreckigen Lügner hinstellen. Nehmt mal ganz ehrlich, wer in Battlefield 3 wirklich unironisch irgendeinen Spaß haben konnte, der applaudiert wahrscheinlich auch Steinen zu. Ey, hat er gerade einen Stuhl nach mir geworfen? Das ist unfair. Und das ist ein Arsch. Ja! Habt ihr gesehen, wie weit er sich teleportiert hat? Yep. Kommando, erst bin ich in der Wand, dann töte ich dich, dann bin ich wieder in der Wand.